Namaste. Namaste. Guten Morgen. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Morgenmeditation. Setze dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, lass jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und loslassen. Zur weiteren Unterstützung und Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel, links ausatmen. Links einatmen, Wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel, links ausatmen, links einatmen, Wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen. Wechsel, links ausatmen, links einatmen, Wechsel, rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana während des Tages öfters üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance. Du wirst ruhiger, ausgeglichener. Denke daran, dir vorher die Hände zu waschen. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Kinn parallel zum Boden. Schließe deine Augen. Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Lass beim Ausatmen das Gefühl zu, dass hier und jetzt alles in Ordnung ist. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, untrennbar, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie. Pranam Mahavatar Babaji, Pranam Lahiri Mahasaya, Pranam Sri Yukteswar Giri, Pranam Paramahansa Yoganandaji, Pranam Roy Eugene Davis, Pranam alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Es ist nicht notwendig, zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Entspanne dich und beobachte deinen natürlichen Fluss und Rhythmus des Atems.
Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Sprich gedanklich beim Einatmen so. Sprich gedanklich beim Ausatmen ham. So. Hum. Wenn Gedanken oder Emotionen auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung, lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Atem und deinem Mantra. So. Hum.
Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Hum. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, passiv geworden sind, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung, in dieser Stille. Bleib aufmerksam und konzentriert. Beobachte und höre.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für das Licht, für die Liebe, für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Stell dir unseren blauen Planeten, die Erde, vor. Mit seinen mehr als 7,5 Milliarden Menschen. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen. Stell dir alle fühlenden Wesen und Lebensformen vor. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins und wünsche ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie glücklich, zufrieden, zuversichtlich, freundlich und friedvoll, optimistisch und konstruktiv, erwacht zu ihrer wahren Natur. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins und lächle ihnen zu. Mit deinem Licht, mit deiner Liebe, mit deinem Mitgefühl, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Gelassenheit, mit deiner Dankbarkeit. Sieh dich selbst gesund, zuversichtlich, zufrieden, selbstbewusst, freundlich und friedvoll, optimistisch und konstruktiv, erwacht zu deiner wahren Natur. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Sei dir der Wahrheit bewusst, dass du bei all deinen konstruktiven Bemühungen die Unterstützung der Natur und Gottes Gnade erfährst. Lächle dir selbst zu. Und sei offen und dankbar für die Erkenntnis, dass in dieser materiellen Welt alles vergänglich ist, alles im permanenten Wandel, nichts von Bestand. Lass uns gemeinsam einmal Om singen.
Komm am Schluss dieser Meditation wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch 7 Lektionen im bewussten Leben über das 4. Yama Brahmacharya. Brahmacharya bedeutet göttliches Verhalten, Erhaltung und Transformation von vitalen Kräften. In Patanjalis Yoga Sutras wird Brahmacharya folgendermaßen beschrieben: Wenn alle Gedanken und Handlungen vollkommen an das Streben nach Selbstverwirklichung angepasst sind, ist körperliche, geistige und spirituelle Stärke erlangt. Das im Originaltext verwendete Sanskritwort Brahmacharya bedeutet göttliches Verhalten. Es wird für jemanden empfohlen, der nach Selbstverwirklichung strebt. Wenn mentale Energien und Lebenskräfte bewahrt und nicht verschwendet werden, werden grobe Energien in feine Essenzen umgewandelt, die das körpereigene Immunsystem stärken, das Gehirn verfeinern, das Nervensystem beleben, biologische Alterungsprozesse verlangsamen und die Kräfte der Wahrnehmung, der Intelligenz, des Willens und der Konzentration erheblich verbessern. Sorgen, Stress, sinnlose Handlungen, zwanghaftes Verhalten, geistige Verwirrung, emotionale Konflikte, übermäßiges Essen, übertriebenes Fasten, Suchtverhalten, übermäßiges Reden, Schlafmangel, schlechte Gesundheitsgewohnheiten und giftige Umweltbedingungen entziehen dem Körper wichtige, vitale Kräfte. Das 4. Yama, Brahmacharya, göttliches Verhalten, Konservierung und Transformation von vitalen Kräften. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden, friedvoll und gesund sein. Ich wünsche dir einen tollen Tag in dem Bewusstsein von Brahmacharya, göttlichem Verhalten. Wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste. Namaste.